und erstmal wieder den Gang frei machen hier vorne, dass man besser durchlaufen kann. Im gleichen Teil für die Stunde. Das ist ja nicht schlimm. Stört mich nicht mal. Wir brauchen jetzt Holz. Immer ein bisschen Holzfarm vorne. Ey, ganz ehrlich, mal das eine, was noch da ist, verbrauchen. Nimm doch, geh doch in den Wald, das Holzfarm. Wir haben doch hier eine Baumplantage. Ja gut, jetzt kannst du auch das andere Holz nehmen. Ist im Wald raus. Ich hab halt hier auch Spruce-Wort gepflanzt, ne? Für das, was wir an dieser komischen Rubber, die wir brauchen. Ach, das ist Resin. Ja. Und dann natürlich gleich wieder neu hinsetzen. Ist schon wieder fucking dunkel. Hab ich das Gefühl. Ja. Hattest du das vor, mit der Ebene hier eigentlich auch hinzusetzen, oder wo wolltest du hier hinsetzen? Was denn? Was du mir zuletzt auf dem Bauserver gezeigt hast. Welche Ebene? Ja, wo du in den Gang in den Berg reingemacht hast. Ach, dieses, wo die Kohle gebrannt hätte, mit den Öfen. Ja, ja. Eigentlich ja, warum? Nur so. Ja, musst du sie wissen. Ich kann das woanders hinsetzen, ist ja nicht das Problem. Nein, nein. Hat das dann nicht belegt, sozusagen. Nee, du hast ja oben, das geht ja nur anfangs da diese Treppe runter. Dann hast du ja, glaube ich, irgendwie 6, 7 Blöcke hast du erstmal frei komplett. Ja. Wo nix ist. Nee, ich frag ja auch nur. Nee. Normalerweise habe ich es da eigentlich geplant, aber vielleicht eventuell setze ich das auch in der Nähe von der Fabrik hier. Unten in den Berg rein. Und mach dann so alles so. Alles in einer Ebene. Platz ist ja dafür da. Ja, ja, klar. Boah, jetzt darf kein Skelett. Wir haben immer noch genug Platz überall. Deswegen ja. Wir haben ja noch gar nicht weitläufig gebaut, was wir sonst immer schon gemacht haben, ganz schnell. Nein. Harmlos diesmal. Ja. Jetzt ja. Gut, wir machen ja keinen Stress. Wir haben ja auch bei unseren Übertreibungen sonst immer. Da wird ein Tower nach dem anderen jetzt anreihen. Übertreibung, ich sag mal ja nur das Lager, ne? Das ist halt schon eine Übertreibung. Welches Lager? Unten, was noch nicht fertig ist. Ja gut, das ist ja nur harmlos. Naja. Das ist damals, weißt du noch, ME und das Ganze, da wurde er nur noch dran gepfeffert. Ja. Am besten nur noch sitzt und es baut sich alles von selber. Aber ich finde, sowas sieht viel besser aus, wenn man sieht, was man gemacht hat. Ja, weil du damals gemacht hast. Weil irgendwann kannst du es produzieren. Och. Weil so ein ME-System, ja schön. Ist baust du und ist fertig. Klotz und alles da und fertig. Ja. Toll, das war's. Bau mal ein ME-System nach, wo du alles selbst steuern kannst. Oh, top. Und hier siehst du übrigens, wo was einsortiert ist. Und siehst, was du gemacht hast. Mit dem Lager. Tja, du kannst auch daherkommen. Und sagen. Puh. Stein, Stein, Stein. Oder so standardmäßig, so Cobblestone. Kommt auf Knopfdruck. Ja. Dunkel. Ja, geht gerade nur schlecht bei mir. Ich sitze im Loch fest. Warum Bett bei mir eigentlich? Ich finde aber den Rhythmus von Minecraft einfach nur kacker. Ja. Was ist das? Naja. Mal kurz zurücklaufen, schlafen. Haben wir keine Ersatzbetten mehr? Ich hatte eins, aber ich weiß nicht, wo das ist. Einsortiert. Oder irgendwo zwischengelegt. Kann sein, dass ich, weil ich Platz brauchte in den Bags, erstmal alles rauszuholen. Dann, was ich da mit den Kisten aufeinander gestapelt habe und dann die ganzen Kisten voll gemacht habe. Dass ich nicht immer rausnehmen muss, rein, warten, dann wieder rein. Dass das ein bisschen besser geht. Oh. Also, wenn du Spitzhacken brauchst, ne? Nö, nö. Also Eisenspitzhacken, das ist ein Automatik-Crafting für...
Behinderte. Ja, ich war in der Hölle am Bauen. Scheiße, Spitzhacke im Arsch. Ey, kann doch nicht sagen, du musst wieder handcraften. Alles klar, nächste Spitzhacke bauen. Alles klar, schon wieder nächste Spitzhacke. Und das ist trotzdem behindert. Also Autocrafter. Du Kackskelett da hinten, ne? Du bist doch eine blöde Kacknudel. Geh weg. Eierkopf, du. Latte mich in Ruhe, du Sack, du. Bin hier noch drinne. Fünf Eisen, ne? Können wir da verruchen. Ja. Yeah. Scharf. Geh weg. Ah, da die Kisten hier schon abgebaut. Ja, war ja nichts, fast nichts mehr drin. Der Rest habe ich, was da drin war, habe ich umgestapelt eben. Ja. Ist ja dann eh nur noch durcheinander. Aus Durcheinander wird eh durcheinander. Bis alles einsortiert ist. Ja, bis alles einsortiert ist. Aber da muss ich mich, glaube ich, erstmal durchzwingen. Muss am besten oben schon so einen Plan schreiben, wo was ist. Ja, das muss halt aber alles noch fertig sein. Was ich mich gerade frage, es gibt doch hier bei Minecraft diese Maps, ne? Diese Karten. Mhm. Wenn du die abläufst, wenn du die jetzt, ich sag mal, du läufst sie jetzt ab und was neu dazu baust, aktualisiert die selber oder musst du nochmal drüber laufen? Oder aktualisiert die sich gar nicht? Keine Ahnung. Das wäre mal eine Frage, weil hätte man sagen können, okay, man macht jetzt schon mal so einen Plan, ne, von so, einmal mal rund gehen mit der Map. Mhm. Und irgendwann gehst du nochmal mit der Map rum, wenn du noch mehr geschaffen hast. Also nicht, keine Ahnung. Kann das sein, dass du überhaupt keine Ahnung hast? Ich? Ja. Richtig hart. Habe ich das Bett auch so mit einsortiert gehabt. Ah, hast du gefunden? Nee. Ich hab mich gerade gefragt, vielleicht habe ich das auch einsortiert und es ist ganz unten gelandet. Bestimmt. Eine Aussortierungskiste, was noch nicht eingelagert ist. Wird sie bestimmt. Nein, ne? Perfekto Ructus. Ja. Keine Sticks mehr? Na. Ist klar. Ah ja, als ich gesehen hatte, dass sie ja nicht mal weitergemacht haben, ist voll vorbei. Dass ich ihr noch gar nicht alles gezeigt habe. Oh. Ja. Sebus ist wieder anwesend. Ja, dass ich halt hier alles hinter der Wand verbunden habe. Dass er dann immer weitergeleitet wird. Wo ich ja meinte, wenn das da nicht drin ist, wird das nach hinten rausgepumpt wieder durch einen Storage Drawer, durch einen Drawer, der offen ist und dann geht es weiter. Weil er ein Cheater ist. Der erkennt ja, wo alles ist. Und du bist halt ein Cheater. Ah, da ist Limestone drin. Jetzt habe ich noch Ersatzrüstung. Okay. Was ist denn da noch? Kannst du gerade auf. Aber was mir so echt so fehlt, ist so Tinker's Tables Construct. Ja. So mit fetten Hammern einfach durchwühlen. So. Auch aufmachen. Merkst du gerade echt so, wenn du so am Schaufeln bist, ne? Ja, ich weiß. Weil das ist meist so dieses Nervige. Wir haben letztens drüber geredet, aber du meinst, das braucht man nicht. Ja, normalerweise nicht. Ja, aber mittlerweile so merkst du, wenn du so jetzt so Löcher aushebst. Weil halt, dann könnten wir auch Lumber-Eggs machen und dann könnten wir den Mod von da machen. Ja gut, das wäre jetzt erstmal egal. Ja ne, ich meine ja nur, den könnte man dann auch runter machen. Aber den bräuchte man dann ja nicht mehr. Ja klar, wie lange dauert das jetzt wohl, den drauf zu machen?
Sollte nicht lange dauern, wieso? Ja, weil ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ja, weil es läuft halt, ne, bei uns ist halt so, wir treffen uns einmal eine Woche, weil halt Schwiegertochter sucht kommt, gucken wir immer Beate. Also, guckst du den Mist? Nein. Aha, herrlich immer. Immer wenn das läuft, wird sich alles getroffen. Dann gibt's Beate Abend, Schwiegertochter so gesagt. Und er kommt. Er kommt 7:05. So, wir haben eigentlich noch Zeit. Normalerweise könnten wir jetzt sagen, wir machen einen kleinen Minimum. Wie viel haben wir denn? 53 Minuten ungefähr, ne? Nein. Ah, 54 Minuten knapp. Ah, die Musik läuft ja so lang. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die Stunde voll. Machen da kurz einen knappen Cut. Du guckst, dass du das da schaffst, wie du das auch immer machst. Richtig. Was denn? Ich kann. Ich wüsste das jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, beim letzten Mal, nö. Das kann so bleiben, wie es ist. Ja, aber du merkst echt so, wenn du jetzt was bauen willst und was Größeres, was ja auch noch kommt, weil ich ja noch so, na, so ein paar Dinge im Kopf habe. Besonders was die Außenansicht hier von uns funktioniert. So, Villagerdorf, Kirche. Was soll der alles noch kommen? Und das eine jetzt dieses das Untergrundding noch bauen. Ja, ich könnte oben drauf eine Query setzen, ne? Aber warum? Schön ausheben, ganz in Ruhe. Weiß nicht. Was hält der Centus denn davon, von dem Plan? Was? Tinker Service Construct. Du meinst, weil ich Tinker's Construct treffen würde? Suchst du gerade, ne? Ja. Na klar, irgendwie. Schon fast gedacht. Nein, wir werden nur gerade nicht wirklich laden. Ausgerechnet jetzt? Fuck, Cursor. Was musst du denn suchen? Das kommt klar. Kleines Schaf, stirb! Weil das hätte ja schon so. Ich sage mal was. Besonders schön jetzt den Berg weg. Oh, meine Hände kribbeln schon wieder. Ach, nee. Verbau so. Weiß gar nicht, gibt's das so. Ja, klar. Ja, ja, weiß ich noch. Tinkers Konstrukt gab es ja, wo es Hexet gab. Und Hexet ist ja 1.5 gewesen, glaube ich. Ich hab das doch schon gefunden, Vogel. Nice! Wie so ein Spürhund. Direkt sich Zentus durch den Ebenen. 1.8.8 müsste passen. Weiß es nicht. Ich wollte nur gucken, ob der Server startet. Wenn nicht, dann ist das nicht die richtige Version. Ich probiere einfach gleich die neueste dann aus. Ja, probier einfach die neueste auf. Einfach machen. Komm, wir können auch jetzt den Cut schon reinzwiebeln. Können wir meinetwegen? Hab kein Problem damit. Dann würden wir sagen, wenn wir hier kurz einen Cut machen und sehen uns später dann wieder. Ciao, ciao. Tschüss.